Wiedersehen. Herzlich willkommen hier auf Android TV. Ich bin's der Leon. Und ich bin der Lukas. Und heute testen wir eine App namens Manuganu, welche wir euch jetzt zeigen werden, indem der Lukas einfach mal auf Play drückt. Play. Ja, und wir haben drei unterschiedliche Welten, denen wir gleich rumhüpfen können. Start to Run, Cold Winter und Night Time. Mit natürlich unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Und da der Lukas spielt, würde ich sagen, fangen wir an mit Start to Run. Ja, wir haben insgesamt 30 Level, ja, in drei unterschiedlichen Welten insgesamt. Und ja, um was es geht, seht ihr nämlich gleich. Hier ist eine Art Rayman in kostenlos. Und ja, wir drücken auf Start. Wir sehen jetzt hier diesen Jungen namens Manuganu. Jungen halt. Mit rechts und links. Links können wir anhalten. Mit rechts können wir springen. Ja. Ich bin gut. Ja, und sollten natürlich schauen, dass wir in keine Hindernisse fliegen. Ich sehe es, wir haben hier gerade noch ein bisschen laut alles. Noch ein bisschen leiser. So. Und, was? Du bist überhaupt nicht gut. Nee, nicht so. Oben rechts sehen wir übrigens die Zeit und auch die Blue Stones. Das sind diese blauen Punkte, die wir einsammeln. Und um jetzt springen. Ach, du bist einfach schlecht. Um dieses Level mit möglichst drei Sternen zu absolvieren, ähnlich wie bei Angry Birds, wo wir auch zum Schluss ja immer drei Sterne haben sollten, müssen wir halt zum Beispiel hier nicht sterben in diesem Level. Wir, um einen Stern zu erhalten, wir müssen 50 Punkte, also 50 von diesen Blue Stones einsammeln. Und wir müssen das Ganze unter einer bestimmten Zeit schaffen. Ohne zu sterben. Genau. Ja. Das ist schon der Punkt bei dir. Wir testen übrigens die Version 1.0.5. Wie kommt man denn nicht hoch? Weil du zu schlecht bist. Vom 11.04.2013. Um die App runterzuladen, müsst ihr etwa 43 MB einkalkulieren. Und ja, müsst euch jetzt hier an diesen Hindernissen vorbeischleichen. Du musst da zweimal springen. Ach, das geht. Ja, und ich frage ihn, hast du Ahnung von der App? Ja, hab ich. Ja. Ja, und da öffnet er erstmal die Werbung. Respekt. Wirklich gut. Hast du richtig gut gemacht. Oh Mann. Ja, ich habe keine Ahnung von der App, bis auf das Doppel springen kann. Ja, Oh Mann, ey. Kannst du auch gleiten bei der App? Nein. Oh Mann, Lukas. Ich weiß, dass ich irgendwie runter kann. Ja, das ist jetzt hier so eine besondere goldene Münze. Die beinhaltet dann noch mehr Blue Stones und ja. Ja, du müsstest jetzt einen Doppelsprung machen, dann bist du an diesem fliegenden Fisch vorbei. Ja, hatte ich ja schon gesagt mit dem Anhalten. So, Sprung und da hoch und bam. Ich weiß, ich bin gut. Total. Ich möchte das jetzt aber nicht in Frage stellen. So, und jetzt springst du da hoch. Ups, hab ich vergessen. Dann nimm halt den schweren Weg. Ist ja nicht mein Problem. Das hier ist ein Checkpoint, dieser rauchende Kuhkopf. Und das hier sind nicht so gesunde Feuerbälle. Diesen Fliegenpilz, der hätte den Lukas übrigens jetzt eben nach oben katapultiert. Okay. Was war eigentlich das erste Spiel, was du je in deinem Zockerleben gespielt hast? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Tomb Raider oder Sika 3 oder Mario World. Eins von den beiden. Okay. Du müsstest übrigens ein bisschen lauter reden. So. Mein erstes war übrigens Pinball, glaube ich. Ja. Weil das einfach auf Windows vorinstalliert war. Auf und Windows 2000. Genau, auf Windows 2000. Ich glaube, wir gehen einfach mal wieder zurück. Ja. Damit ich nicht so dumm dastehe. Ja, und dann soll ich mal spielen, oder was? Nein. Okay. Wir können hier übrigens Ton ausmachen, Musik ausmachen. Wahnsinn. Hier können wir den Spiel Nein, du willst das nicht zurücksetzen, danke. Wir fangen einfach mal mit Start Run an, dann kann man ja das besser machen. Okay. Manuganu, und wir springen nochmal. Das ist ähnlich auf, also das Spiel ist ähnlich wie Rayman Origins. Schon mal gesagt. Welches am Amazon App Store übrigens nur 99 Cent kostet, wenn ihr euch das mal runterladen wollt. Ein App-Test davon wird wahrscheinlich auch noch irgendwann kommen. Auf jeden Fall, wer sparen will, kriegt es im Amazon App Store für 99 Cent und im Google Play Store für 2,99. Ja? Ja. Du bist aber ein Sparfuchs. Ja, ich weiß. Ich hab's ja auch im Amazon App Store gekauft.
Nur das alte Jump'n'Run-Spiel. Ja, stell dir vor, das schaffst du hier noch mit Springen. Ja. Wahnsinn. Du bist richtig gut, Lukas. Ja, ich hab meine schmale Coins. Mhm. Ich mag auch diese Musik irgendwie, ist cool. Ich hab's geschafft ohne Alkohol. Sind diese Pilze eigentlich eine Anspielung auf Mario? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt zu. Ja, genau. Gut, okay, ich würde sagen, damit habt ihr das Meistern im Spiel gesehen. Ladet es euch mal runter. Uns gefällt es wirklich richtig gut. Die Grafik ist in Ordnung. Wir haben, das Spiel läuft richtig stabil. Ist uns noch nicht abgestürzt. Die Musik ist okay, das Spiel ist okay. 30 Level und nach jedem Level eine kleine Werbeeinblendung. Das ist verschmerzbar. Und wenn ihr offline spielt, kommt keine Werbung. Also, ja, da ist er übrigens. Beenden wir den App-Test mit dieser Werbung. Genau. Übrigens, liebe Entwickler von Checkpot Slots 77 Spin Free, wenn ihr diese Werbung hier seht und ihr noch mehr Werbung davon haben wollt, schreibt uns doch einfach mal an und dann können wir geschickt solche Werbeeinblendungen am Ende des App-Tests öfter einblenden. Gut. Nee. Okay, damit dann ciao und bis zum nächsten App-Test. Man sieht sich hoffentlich. Tschüss. Tschüss.